Jakob Vicari ist Wissenschaftsjournalist. Für sein aktuelles Projekt beobachtet er Urzeitkrebse. Oder besser, lässt beobachten. Bewegungsmelder, Wärmesensoren und ein CO2-Messgerät vermessen die Welt im Wasser. Und was die Sensoren messen, verwandelt ein Computer in Texte. Automatisch. Ursuppe nennt Vicari sein Experiment. Und Ursuppe ist eines der ersten Beispiele für eine neue Art, Nachrichten und Berichte zu schreiben. Den sogenannten Sensorjournalismus. Na, die Ursuppe ist ja eigentlich eine 60 Tage währende Live-Berichterstattung. In dem Moment, wo man den Text aufruft, wird er für dich geschrieben. Das könnte ja kein Mensch schon, weil es jeden Journalisten langweilen würde, 60 Tage vorm Aquarium zu verbringen und Urzeitkrebsen zuzuschauen. Da würde ja nichts Gutes mehr rauskommen. Dem Roboter ist das egal. Sensoren, wie in Vicaris Aquarium, senden unentwegt. Und unentwegt strömen weitere Sensoren auf den Markt. Laut Trendforschungsinstitut Gartner sollen bis 2020 25 Milliarden vernetzte Geräte auf dem Markt sein. Fünfmal so viele wie heute. Das Internet der Dinge vermisst die Welt, belauscht und beobachtet sie. Und produziert dabei unentwegt Daten, die den Rohstoff für neue Geschichten liefern können. Der Journalismus kann ja auch die Geschichte aus der Sicht von Dingen, aus der Sicht einer Waschmaschine, aus der Sicht einer Kuh, aus der Sicht eines Rasierers erzählen, weil die sind alle ans Netz angeschlossen, haben alle Sensoren und diese Daten stehen einfach zur Verfügung. Aber bislang gibt es kaum Journalisten, die diese Daten nutzen. Eine der wenigen Ausnahmen, der Feinstaubmonitor der Berliner Morgenpost. Sensoren messen die Feinstaubbelastung in Berlin und aktualisieren automatisch die Daten auf einer eigens eingerichteten Webseite. Für den Datenjournalist Marco Maas ist das nur mäßig interessant. Er richtet den Blick lieber nach innen. In seiner Hamburger Wohnung hat er Dutzende Sensoren installiert, die nahezu jeden Aspekt seines Lebens überwachen. Ich habe zum Beispiel eine Waage, die mir morgens mein Wetter sagt. Mein Bett wird demnächst die Fähigkeit haben, mein Schlafverhalten zu tracken. Die Armbänder, nenne ich sie jetzt mal, ob sie nun Uhren haben oder nicht, die meine Schrittzahl, meine Herzfrequenz, meinen Blutdruck und so weiter messen, werden auch immer weiter in das tägliche Leben reinkommen. Maas geht es aber nicht um Selbstoptimierung oder die Verbesserung seines Gesundheitszustands. Er versteht sein Experiment als Feldstudie für neue Vertriebswege journalistischer Texte. Denn wenn man die Situation kennt, in der sich ein Leser gerade befindet, dann kann man perfekt auf ihn zugeschnittene Informationen anbieten. Wie Verkehrs- und Wetterinformationen beim Verlassen des Hauses, Gesundheitstipps bei zu hohem Blutdruck, Podcasts beim Einstöpseln der Kopfhörer. Kurzum, was man gerade tut, bestimmt, was man gerade lesen möchte. Und Sensoren messen, was wir gerade tun. Und registrieren, wann wir zum Beispiel Zeit haben, eine lange Reportage zu lesen. Dieses Thema, lange Artikel zu den Zeiten zu lesen, wann ich sie lesen kann, das ist ein echter Zugewinn an Komfort. All diese Geschichten kann ich jetzt viel besser einem Leser präsentieren, wenn ich verstehe, okay, er liegt gerade im Bett. Und nach kommen immer mehr Geräte so in das tägliche Leben von den Nutzern rein, die einem helfen, das Bild kompletter zu machen. Aber nicht nur das Lesen von Texten wird der Sensorjournalismus revolutionieren, erhofft sich Maas. Auch die Texte selbst sollen sich verändern. In Zukunft gäbe es dann nicht länger den einen Bericht, sondern unendlich viele Varianten, die sich für den jeweiligen Leser individuell zusammensetzen. Aus denjenigen Informationen, die die Leser auch tatsächlich interessieren. Denken in Bausteinen hat schon den Blick auf meine Arbeit als Journalist verändert. Dass man eher denkt in kleinen Bestandteilen, die dann halt eine andere Intelligenz zusammenfügt. Eine mögliche Konsequenz? Geschichten enthalten nur noch Informationen mit Neuigkeitswert. Fußballfans benötigen eben keine Erklärung zum Abseits. Und Jakob Vicari braucht keine Futtertipps für Urzeitkrebse. Sensorjournalismus verspricht uns intelligente Texte, die wissen, was wir bereits wissen. Und so nähern wir uns durch die Sensoren einer Welt, die ständig vermisst, hört und sieht. Und das alles für uns auch aufschreibt.